Ja, herzlich willkommen zu unserem Mittwochabendvortrag, der heute am Dienstag ist. Und wir begrüßen, die meisten von euch kennen ihn ja, Lama Lündrup. Lama Lündrup ist der Retreat-Lehrer, das heißt derjenige, der die Dreijahres-Retreats angeleitet hat. Also eigentlich im Grunde genommen derjenige, der für die Ausbildung von den Lamas auch verantwortlich war, jetzt für eine lange Zeit. Und Lama Lündrup ist ein sehr erfahrener Meditationslehrer, kann man wirklich sagen. Und heute Abend spricht er über die Thematik, speziell über die Rolle des Denkens von Gedanken in der Meditation. Haben wir oft so diese Vorstellung, dass Meditation, dass es darum geht, Gedanken auszuschalten, dass Gedanken nicht sein dürfen in der Praxis. Da gibt's Missverständnisse und Lama Lündrup möchte das heute Abend ein bisschen klarstellen. Gedanken ist eigentlich ist die Kreativität des Geistes, da ist eigentlich nichts dran falsch. Also unser Geist ist nicht einfach etwas Totes, ist nicht etwas, wo sich nichts drin bewegt, so ein Tisch oder so ein Block Stein oder sowas. Der ist jeden Moment lebendig und da ist jeden Moment eine Bewegung drin und da ist nichts dran falsch. Also das ist die Spontanität, das ist die Kreativität des Geistes. Über den Platz da war nicht drauf, danke. Ja, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und ich möchte Sie auf eine kleine Reise mitnehmen heute Abend und die Möglichkeiten und Grenzen des Denkens mit Ihnen erforschen. Ich habe es mir so vorgestellt, dass ich, so wie auch die letzten Male, ich habe zweimal über Mitgefühl hier gesprochen und diesmal das ist über ein ganz anderes Thema. Ich möchte es aber wieder so halten, dass ich etwa eine Dreiviertelstunde eine Einführung halte und dann ist Zeit für Fragen, für Austausch. Die Rolle des Denkens auf dem Weg des Erwachens. Das war so das Thema, das ich mir gestellt habe. Ein wichtiges Thema, weil es gibt sowohl Ansätze, die davon ausgehen, dass man über das Denken erwachen könnte und andere, die meinen, Denken und Erleuchtung, Erwachen sind unvereinbar. Das geht nicht miteinander zusammen. Wir müssen zumindest das begriffliche Denken ausschalten, um zu erwachen. Und ich möchte diese unterschiedlichen Ansätze anschauen. Und es vielleicht ein bisschen differenzieren, was unsere Möglichkeiten da sind. Was ist eigentlich Denken? Denken Sie jetzt gerade? Jetzt denken wir gerade nach. Aber wenn wir nachdenken, denken wir da? Was wir machen ist, wir stellen uns eine Frage und erstmal kommt gar nichts. Ja, wir denken schon, aber wir denken noch gar nicht. Wir haben uns eine Frage gestellt, das war Denken. Dann fragen wir und dann suchen wir innerlich. Da ist wie so innerlich ein Suchen und ein Abklopfen. So, was könnte es denn sein? Was könnte ich darauf antworten? Und dann formuliert sich eine Antwort, eine erste Antwort und die gucken wir uns an, vielleicht noch nicht ganz eine zweite Antwort, die das noch ergänzt. Sie brauchen mir jetzt nicht zu antworten, aber ich möchte nochmal den Prozess auslösen. Was würden Sie denn antworten? Was ist Denken? Überlegen Sie mal kurz. Ich möchte nämlich auf etwas hinweisen. Es gibt verschiedene Arten von Denken. Es gibt begriffliches und nicht begriffliches Denken. Die Antwort, die uns beim Denken dann kommt, so könnte man sagen, so wird, ja, und dann zum Beispiel sich melden und die Antwort sagen, dieses Denken ist dann schon begrifflich geworden. Wir haben Begriffe gefunden für das,
was wir ausdrücken möchten. Aber vorher war da diese innere Suchmaschine aktiv und die hat gefühlt, hingefühlt, was könnte es denn sein? Und das war in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und vieles davon war nicht in Worten. Das war noch kein Denken in Worten. Das war ein inneres Hinspüren. Aber das sind auch geistige Bewegungen. Das ist ein vorbegriffliches oder nicht begriffliches Denken. Eine andere Form des Denkens, die Sie alle kennen, ist das Denken in Bildern. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ja, stellen Sie sich doch Ihr Schlafzimmer vor. Dann sehen Sie zumindest Ihr Bett oder das Fenster oder den Schrank, da steht Teppich. Aber Sie benennen es ja nicht innerlich. Sie brauchen es ja nicht zu benennen. Bett, Fenster, Teppich. Es wird ja gesehen. Oder wenn ich Sie bitte, an eine Ihnen vertraute Melodie zu denken, dann hören Sie, oder wenn ich sage Amselgezwitscher, dann hören Sie, oder Vogelgezwitscher, Sie hören es einfach, so wie morgens beim Aufwachen, Sie hören es innerlich. Das ist ja eine klare geistige Bewegung, aber sie wird noch nicht in Begriffe gepackt. Erst wenn Sie sich selber oder anderen dann beschreiben wollen, benennen wollen, dann kommt es zu begrifflichen Ausformungen. Beim Träumen nachts auch. Da packen wir außer so ein paar Dialoge, die im Traum stattfinden, ist das meiste in Bildern, in Szenen, in Geräusche, auch Körperempfindung, Gefühle. Nachher dann, wenn wir es jemandem erzählen wollen, dann finden wir die Begriffe darüber. Und Träume, das geht so rasant, es geht viel schneller, als wir begrifflich denken können. Wenn ich dich jetzt frage, wie komme ich von hier nach Eisenach? Innerlich ist der Weg klar. Da wurde schon gedacht. Aber dann muss das noch sprachlich übersetzt werden und dann fängt das Begriffliche an, das zu benennen. Okay, runter nach Möhra, rüber nach Waldfisch, ja, auf die Bundesstraße oder wie sie da heißt. Ja, dann, so, dann kommt das Benennen. Aber innerlich das zu sehen, den Weg von hier zur Küche zu sehen, das ist auch Denken, aber findet nicht in Begriffen statt. Spüren Sie denn, habe ich mich da, können Sie folgen innerlich, ja? Also wenn wir jetzt an unsere Mutter denken, auch wenn sie verstorben ist, wir haben innerlich ein Gefühl, einen Eindruck, vielleicht ein Bild, aber brauchen da keine Begriffe dafür. Es sind andere Funktionen des Denkens, die da benutzt werden. Und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir übers Denken sprechen, dass wir nicht alles in einen Topf werfen. Das begriffliche Denken, das wir zum Beispiel in der Schule sehr stark nutzen, was natürlich gebraucht wird, um Texte zu erstellen und Texte zu verstehen. Und dieses begriffliche Denken wird oft einzig Denken genannt. Und alles andere, da wissen wir so in der deutschen Sprache nicht so genau, was das ist. Das ist vielleicht dann Fühlen, Erahnen, Spüren. Oder das sind, nehmen wir andere Begriffe zu. Normalerweise ist, wenn wir so im normalen deutschen Sprache über das Denken sprechen, dann meinen wir meistens etwas, was mit diesem schon begrifflichen Denken zu tun hat. Und ich will jetzt im Laufe des heutigen Abends ein bisschen, also ich will diese Unterscheidung aufrechterhalten, weil es sind unterschiedliche Funktionen auch, die diesen beiden groben Formen des Denkens zukommen. Den nicht begrifflichen und den begrifflichen. Zunächst mal zum begrifflichen Denken. Das sind so die Gedanken, ach, ich sollte und ich muss, ich will aber nicht und ja, dann geht mir durch den Kopf und eigentlich soll ich den noch anrufen. Das sind die inneren Selbstgespräche, von denen es eine Menge hat und die ziemlich penetrant auch sind, sein können. Es sind, laufen viele, viele solche Gedanken den Tag über ab. Das sind
In der Meditation nennen wir das die großen Fische. Das sind die leicht zu identifizierenden Gedanken. Wir bemerken sie, weil sie sich zu Begriffen ausformen. Wir haben viele solche Gedanken, die uns den ganzen Tag über beschäftigen. Und manchmal fühlen wir uns wie in einem Käfig auch, weil sich diese Gedanken im Kreis drehen. Also speziell, wenn wir ein Problem haben und abends einschlafen wollen und dann die Gedanken in uns ihre Kreise ziehen, dann spüren wir es ganz deutlich, dass wir gerne aufhören würden, darüber nachzudenken, weil es bringt gerade nichts. Lieber wach, dann wieder drüber nachdenken. Haben wir ungefähr das gleiche Erleben, dass wir den schon einen großen Teil des Tages so innerlich mit Denken beschäftigt sind, auch mit begrifflichem Denken? Ja, entspricht das auch Ihrem Erleben? Wenn Sie so mal innerlich einschätzen würden, wie viel von diesem Denken ist sinnvolles Denken oder notwendiges Denken? Wollen Sie mir mal so ein paar so Prozentzahlen zurufen, wie Sie das so einschätzen? 5%? Ja, mehr aber nicht. Mehr nicht? 2. 10. 80% sinnvolles Denken. Hocheffizient. Gut. Es ist schön. Ja, es ist schön, verschiedene Einschätzungen zu haben. Würden Sie die Maschine gern manchmal anhalten? Schon gerne, nicht? Jetzt sprechen manche Lehrer von der Freiheit des Denkens. Was ist denn die Freiheit des Denkens? Wenn wir also zu einer wirklichen Freiheit finden wollen, zu einem Erwachen, zu einer inneren Freiheit, dann würde ich sagen, da muss notwendigerweise sich diese Freiheit auch aufs Denken auswirken. Wie würde denn ein freier Mensch denken? Ein ganz freier. Nehmen wir mal an, so ein Buddha oder so ein ganz freier Mensch. Denkt er? Denkt ein Buddha? Ich bin jetzt beim begrifflichen Denken. Hat ein Buddha begriffliches Denken? Ja. Ja, woran kann man das erkennen? Sonst könnte er nicht unterrichten. Ist doch logisch. Ein Buddha muss ja begriffliches Denken haben, sonst könnte er ja gar nicht unterrichten. Und er geht ja auch mit den Begriffen der anderen um. Er kriegt ja auch Fragen und muss die verstehen und wäre natürlich in der Lage, einen Text zu schreiben. Logo. Also ein Buddha hat begriffliches Denken. Das kann nicht ganz das Problem sein. Während er in diesem begrifflichen Denken ist, was ist denn da der Unterschied zu einem normalen Menschen, ein freier Mensch? Wenn ein Mensch frei ist, innerlich frei ist, dann ist etwas anders im Denken. Er kann wählen. Er kann was wählen? Ob er begrifflich denkt oder in Bildern denkt oder nicht denkt. Genau. Da ist eine Freiheit der Wahl. Und zwar, wann will ich, worüber, wie viel denken? Ja, es ist eine Selbstbestimmung, eine innere Freiheit zu denken und, wie du sagst, nicht zu denken. Das heißt, zu der Freiheit zu denken, muss notwendigerweise die Freiheit kommen, nicht zu denken. Bei erwachten Lehrern, einigen bin ich begegnet, mit einem habe ich besonders viel Erfahrung gesammelt, da war das offenkundig. Wenn das Denken seinen Zweck erfüllt hatte, dann ging das nicht weiter. Da war kein Hamsterrad am Laufen, da war keine Denkmaschine, die einfach weiterging. Auch bei mir kann ich das beobachten, dass das einfach aufhören kann. Denken, wenn es nicht mehr notwendig ist, kann einfach aufhören. Dieses begriffliche Denken, jetzt sind wir immer noch dabei. Bei einem Buddha ist also beim Erwachten, und das, ich glaube, Sie liegen da richtig mit Ihrer Vermutung, ist die Fähigkeit zu denken, gekoppelt auch mit der Fähigkeit
einfach im offenen Gewahrsein zu verweilen, wahrzunehmen, ohne drüber nachzudenken oder irgendwie über die Zukunft vorauszudenken, unbedingt zu beschreiben. All diese Zwänge, in denen wir normalerweise stecken, die bestehen da nicht mehr. Wenn die Situation es braucht, dass gedacht wird, dann wird auch das begriffliche Denken eingesetzt, nicht nur das intuitive oder vorbegriffliche, nicht begriffliche, sondern auch das begriffliche wird in vollem Umfang, mit voller Präzision benutzt. Und dann ist wieder Ruhe. Das ist schon ein Zeichen von Freiheit. Es gibt noch etwas, was die Art des Denkens und den Umgang mit dem Denken deutlich unterscheidet von so uns Normalmenschen. Und zwar wird den Worten, mit denen sich die Gedanken ausdrücken, diese Begriffe, werden nicht mehr mit der Wirklichkeit verwechselt. Begriffe sind abstrakte Bezeichnungen für Dinge, für Aspekte unseres Erlebens, für Gefühle, die immer wieder anders sind. Durch Sprache und durch Begriffe entsteht eine gewisse Täuschung, weil die Sprache, die Begriffe immer gleich sind. Aber das, was damit bezeichnet wird, ist immer anders. So habe ich zum Beispiel einen Namen, meine Frau hat einen Namen, ich habe einen Namen. Aber wer damit bezeichnet wird, ist in einem ständigen Prozess. Und ich habe denselben Namen jetzt schon seit meiner Geburt. Und es ist immer ein bisschen jemand anders, der da mit demselben Namen bezeichnet wird. Und genauso ist es mit allen Gegenständen. Wir haben unseren Tisch, allein schon der Ausdruck Tisch, oder wenn wir dann noch präziser werden, Klapptisch. Aber wie viele Klapptische gibt's denn? Und jeder Klapptisch, wenn er mal eine Schramme hat und so, ist auch noch anders von einem anderen Klapptisch. Wir kommen mit der Sprache, kriegen wir nie die Präzision der direkten Wahrnehmung. Das ist, worauf ich hinaus möchte. Wenn wir etwas beschreiben mit der Sprache, müssen wir notwendigerweise Begriffe benutzen, die allgemein verständlich ist, und diese Begriffe dürfen sich nicht ständig ändern, sonst gibt es keine Sprache. Wenn wir ständig neue Begriffe erfinden, versteht uns niemand. Aber da wir gleichbleibende Begriffe haben und eine sich ständig verändernde Wirklichkeit, gibt es eine gewisse Kluft zwischen Begriffen und dem, was sie beschreiben sollen. Wenn wir dieses Vogelgezwitscher beschreiben wollen, was uns morgens weckt. Wir mögen vielleicht sehr talentierte Dichter sein, aber wie dicht kommen wir denn ran an die erlebte Wirklichkeit genau dieses Vogelgezwitschers heute Morgen? Sprache kann uns in die Nähe führen, und je geschickter wir sind, desto mehr können wir mit der Sprache so Räume öffnen, in denen der Rest, den die Sprache nicht ausdrücken kann, erahnt werden kann. Und darüber ist sich ein freier Mensch, der Begriffe und das Denken, das begriffliche Denken frei benutzt, auch im Klaren. Ein Buddha lässt sich nicht täuschen durch die Kraft der Worte. Die Worte sind nicht die Wirklichkeit. Wenn ein Buddha von Erwachen spricht, dann weiß er das Wort Erwachen, oder wenn er sagt, klares, frisches Gewahrsein, er weiß, dass diese Begriffe nicht die Erfahrung fassen können, die dahinter steht. Wenn der Buddha sagt, ich habe Hunger, dann weiß er, dass hinter dem Wort ich nichts Stabiles steckt, dass dieses vermeintliche Ich, was Hunger hat, ein ständiger Prozess des Erlebens ist. Und benutzt die Worte, benutzt auch die inneren Begriffe beim Denken unter dem Vorbehalt ihres
ihrer Abstraktion, also ihrer verallgemeinernden Aussage. Und so zieht sich durch die Lehren der buddhistischen Traditionen immer wieder diese Warnung: aufgepasst, Begriffe sind nur Fingerzeige auf die Wirklichkeit. Sie sind nicht die Wirklichkeit selbst. Und wir gehen sogar so weit, uns über Begriffe zu streiten. So oder so, wie wir das verstehen, und verhakeln uns in den Begriffen. Und je häufiger wir einen Begriff benutzen, desto wirklicher wird für uns das, was vermeintlich damit beschrieben wird. Wir sagen so oft ich und machen uns selten die Mühe, hineinzuschauen, was ist denn mit diesem Wörtchen ich eigentlich gemeint? Was ist denn dahinter? Was beschreibt denn das eigentlich? Wo ist denn dieses Ich zu finden? Wir benutzen Worte wie Seele. Seelisch geht's mir gut. Aber was ist denn damit gemeint? Das sind so verschiedene Bedeutungsebenen, und dann gibt es offenbar eine Seele, die nach dem Tod weitergeht, aber immer wieder sprechen wir davon. Aber was ist denn da nun wirklich gemeint? Und dieser Unterschied zwischen Begriff und der Erfahrung, auf die dieser Begriff hinweisen soll, der ist jemanden, der nicht in den Begriffen gefangen ist, im begrifflichen Denken, sehr, sehr bewusst. Und zwar die ganze Zeit. Jemand, der sich nicht im begrifflichen Denken verstrickt, hat die Fähigkeit, Worte so einzusetzen, dass sich für die anderen der Bedeutungsraum erschließt. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht gelingt mit diesen Worten, dann endet er halt die Worte. Und dann kann manchmal sogar das Gegenteil von dem, was vorher gesagt wird, angemessener sein. So wie heute Nachmittag, als ich euch mitten in der Meditation sagte: meditiert bloß nicht. Weil eigentlich ging es darum, diese Anstrengung rauszunehmen. Und so nimmt man manchmal fast das Gegenteil an den Begriffen, um noch eine zusätzliche Bedeutung rauszuarbeiten. Und diese Flexibilität in den Begriffen, in den Worten auch, in der Sprache, drückt eine Flexibilität im Denken aus. Und da kommen wir jetzt zu einem weiteren, ganz wesentlichen Merkmal von freiem Denken. Das ist die Fähigkeit, völlig unterschiedliche Sichtweisen einzunehmen. Ich übe mich gerade da drin. Ich kenne sie ja zum Teil überhaupt nicht. Ich weiß ja gar nicht, was in ihnen vorgeht, wenn sie mir jetzt zuhören. Und ich weiß zwar, was ich rüberbringen möchte, aber ich muss mich ja in der Fähigkeit üben, mich, während ich spreche, in sie hineinzuversetzen, um zu erahnen, was könnte denn ihre Sichtweise, ihr Verstehen sein von dem, was ich gerade sage. Und um diese Fähigkeit, sich auf die Sicht des anderen einzulassen und dann eines Dritten und eines Vierten und konträre Sichtweisen einnehmen zu können, überhaupt nicht gefangen zu sein in meiner Sichtweise, das ist Teil von freiem Denken, beweglichem Denken. Das ist ein Denken, was frei ist von Fixierungen. Und das ist eine ganz, ganz große Fähigkeit. Und ich konnte diese Beweglichkeit des Denkens bei Menschen, von denen auch gesagt wurde, dass sie erwacht seien, regelmäßig beobachten. Eine unglaubliche Schnelligkeit und Beweglichkeit des Denkens, die jemanden, der so ein bisschen fixierend denkt und so überrascht und die Umgebung manchmal sogar fast überfordert, weil so schnell auch eine andere Sichtweise eingenommen werden kann, als würde mit den Begriffen so lange gespielt, so lange jongliert, bis
der jetzt passende Ausdruck gefunden wurde. Und diese Freiheit des Denkens ist ein wesentliches Merkmal von freien Menschen, die ich jetzt mal als erwachte Menschen bezeichne. Wenn Sie mit einem Christen sprechen, können Sie in die christliche Sprache und Begriffswelt wechseln. Wenn Sie mit einem Buddhisten sprechen, dann nutzen Sie die Ausdrücke. Wenn Sie mit einem, was auch immer, humanistisch, atheistisch, wie auch immer, angehauchten Menschen, was immer für Sprachhintergründe und Begriffswelten sind, der Denkende und Sprechende hat diese Flexibilität, sich einzufühlen und die Worte zu finden und die Begriffe zu finden, die den Bedeutungsraum, den Zugang zur Wirklichkeit wirklich aufstoßen. Das ist also ein weiterer Aspekt der Freiheit zu denken. Es gibt noch welche. Jetzt komme ich dann zu der Freiheit, das intuitive, das nicht begriffliche, vorbegriffliche Denken zu nutzen. Das erfordert eine sehr hohe innere geistige Präsenz. Wenn wir manchmal uns so zurücklehnen und uns beschäftigt etwas, dann kann es sein, dass wir etwas merken und es sich zu einem Begriff formt, zu einem Satz formt innerlich. Wir merken schon bei der Hälfte des Satzes, dass wir den Satz gar nicht weiterzudenken brauchen, weil das, was wir verstanden haben, haben wir schon verstanden, bevor es zur Formulierung des Satzes kam. Der Satz ist wie nur noch das Siegel, sowas bestätigt, das, was wir eigentlich ausdrücken wollen oder was wir eigentlich fühlen. Und jemand, der sich einlassen kann auf dieses intuitive, fühlende Denken, was gar nicht mehr begrifflich ist, kommt zu einer ganz hohen Geschwindigkeit und ganz feinen Präzision des Fühlens, Spürens und diese geistigen Regungen, die da am Werke sind, müssen aber natürlich wahrgenommen werden. Und viele von uns nehmen diese nicht begrifflichen Regungen nicht so deutlich wahr. Wir brauchen manchmal wie so ein bisschen Geburtshilfe, Unterstützung, um überhaupt unsere Fühlen, unsere Ahnungen, die wir haben, die Intuitionen, um Zugang dazu zu finden. Und Intuitionen, dieses innere Wissen, was da auch entstehen kann, das kann ja so unglaublich klar sein. Es kann so präzise sein, aber leider, oder halt notwendigerweise, braucht es dazu ein ganz waches Gewahrsein, um die in dieser Deutlichkeit auch spüren zu können. Das, was wir da spüren, wenn es richtig stark gespürt wird, dann formt sich das bei uns aus zu begrifflichen Gedanken, also zu inneren Sätzen. Das ist wie, wenn wir innerlich was sprechen hören. Ja, das sind diese. Dann formt es sich, dann wird es uns allen bewusst. Aber davor war es eigentlich schon da und ein schlussfolgerndes inneres logisches Denken oder ein Spüren, was in einer Situation richtig ist, zu tun, das braucht gar kein begriffliches Denken. Kleines Beispiel. Sie gehen zum Zahnarzt, der Wartesaal ist schon ein bisschen voll, da gibt's dann wissenschaftliche Untersuchungen darüber. Sie machen die Tür auf, der Blick geht in den Raum. Wie lange braucht es, bis Sie wissen, auf welchem Stuhl Sie sich hinsetzen? Was schätzen Sie? 2 Sekunden. Noch schneller. Ja, Sie haben es erahnt. Also es liegt im 10. Sekundenbereich. Das ist unglaublich. Die Affinitäten und Aversionen, die wir spüren oder wo wir Sicherheit spüren, wo wir uns orientieren können, das geht mit solch einer Geschwindigkeit,
Und da hat gar kein begriffliches Denken stattgefunden. Und wir sind zu einer Entscheidung gekommen. Wir können das dann noch verbalisieren. Wir können nachher noch ein bisschen erklären und noch, wir spüren dann noch, wir können uns vielleicht erinnern, was ausschlaggebend war. Da am Fenster zieht es, da sitzt jemand, der sieht ein bisschen verlottert aus und so, und ja, und dann, oh, ich habe ja auch noch eine Tasche dabei, ich brauche ein bisschen Platz. All die Überlegungen, die noch mit da, die noch eine Rolle spielen. Wir können uns vielleicht danach noch dran erinnern, aber es lief ab, ohne dass wir klobige Sätze innerlich formuliert haben. Das ging ruckzuck. Und so geht es in ganz vielen Situationen, dass wir dieses Ruckzuckdenken haben, was nicht begrifflich ist. Und es heißt, dass Erwachte fast ausschließlich in diesem sogenannten Spontanen, in diesem Ruckzuck spüren, mit ganz klaren Intuitionen sind, wo sie ein ganz offenes Gewahrsein haben und sofort so viel Informationen aus der Situation mitbekommen, dass ihre Intuitionen im Einklang mit der Gesamtsituation sind. Und da kommen wir jetzt zu noch einem Punkt, was die Freiheit des Denkens angeht. Ich kann ja gar nicht frei denken, wenn ich innerlich bis hier randvoll mit Emotionen bin. Geht ja gar nicht. Wie soll ich denn eine Situation frei wahrnehmen und situationsgerecht mit ihr arbeiten, wenn ich selber bis hier unter Druck bin? Und das kriegen wir ja auch mit. Wenn wir in dieses Wartezimmer reinkommen, voller Panik und Angst, und weil wir nicht irgendwie Schlimmes erlebt haben oder Angst vor der anstehenden Zahn-OP haben, dann sausen wir irgendwo hin, setzen uns hin und merken erst, wenn wir sitzen, dass wir am verkehrten Ort sitzen oder dass wir jemanden Platz weggenommen haben oder. Wir sind so drin, dass wir wenig mitbekommen. Und so ist eine Fähigkeit, also ein Freiraum, den wir brauchen, um wirklich vollen Nutzen von unseren geistigen Fähigkeiten zu ziehen, ist, dass wir die aufsteigenden Emotionen, dass die sich befreien können, dass wir frei genug sind, um auch frei zu denken. Wer unter einer starken Emotion versucht zu denken, kann immer nur in Richtung der Emotion denken. Das ist ganz schwer, da auszusteigen. Wenn ich mich ärgere, ja, in welche Richtung geht mein Denken? Andere Sichtweisen einnehmen, wenn ich mich ärgere? Ganz schön schwer. Da muss ich erstmal meinen Ärger ein bisschen loslassen, um überhaupt bereit zu sein, eine andere Sichtweise einzunehmen. Und so geht es mit allen unseren Emotionchen, mit unseren kleinen Emotionen, die nehmen wir normalerweise für so wichtig, dass sie unser Denken wahnsinnig beeinflussen. Also fast 100%. Da ist dann wenig von Freiheit des Denkens. Also um frei denken zu können und das dann auch tatsächlich als einen Weg des Erwachens nutzen zu können, das Denken, braucht es auch die Fähigkeit oder diesen Freiraum innerlich, nicht von Emotionen bestimmt zu sein. Ich sag mal, Emotionen, das ist so ein Riesenbegriff für all diese Affekte, für all diese, wie sagst du es? Alles das, was uns auffüllt und so ein bisschen vernebelt und nicht voll präsent sein ist. All das. Nun sind diese Affekte, diese aufsteigenden emotionalen Regungen, sind ja auch Gedanken. Das gehört ja auch zu dem großen Bereich der geistigen Regungen, die oft dann auch begriffliches Denken hervorrufen. Also entweder eine Beleidigung oder
sich selber auf die Schulter klopfen oder was auch immer. Wir haben ja dann die entsprechenden Sätze, die uns im oder auch sich selber dann runtermachen, ne, bis zu nichts nützt, hast es wieder mal nicht gepackt. Also innerlich so Sätze sind ja dann so wie die Spitze vom Eisberg unserer Emotionen. Das dann kommen dann so Formulierungen, die wir entweder nach außen bringen oder zumindest innerlich hören. Das ist das begriffliche Denken als Spitze, als sichtbares Zeichen der zugrunde liegenden Emotionalität. Aber das, was da brodelt unten drunter, sind eine Menge geistige Regungen. Das ist eine Menge Bewegung drunter. Und Freiheit des Denkens würde bedeuten, solch einen Raum innerlich zulassen zu können, dass diese Regungen aufsteigen können und wir in keiner Weise zwanghaft damit umgehen. Dass es nicht zu zwanghaften automatischen Reaktionen auf diese Impulse kommt. Sonst kann man nicht von freiem Denken sprechen. Dann wären wir im zwanghaften Reagieren. Wir sind im emotionalen Muster. Also wer wirklich einen Weg des Erwachens gehen möchte, braucht auch die innere Freiheit, auszusteigen aus den zwanghaften emotionalen Mustern. Das gehört auch dazu. Das kann man lernen. Das kann man lernen, das ist möglich, tatsächlich Emotionen, also so emotionale Impulse wahrzunehmen und im Wahrnehmen die Beginn der Reaktion zu entspannen und darin dann auch zu bemerken, dass sich das, was sich da als Emotion anbahnte, auch unter dem Blick der Aufmerksamkeit des Gewahrseins auch entspannt. Und ganz überraschend, wie schnell das geht. Ruckzuck. Auch da wieder. In Bruchteilen von Sekunden kann eine aufschießende Emotion, wenn sie erkannt wird, schon, wie man so auf Deutsch sagt, verraucht sein. Wie so Rauch, der im Himmel sich auflöst, so kann auch eine ganz starke emotionale Erregung kann verpuffen, wenn wir nicht fixieren, nach ihr greifen und sie zu was ganz Festem machen, wenn wir uns nicht identifizieren damit. Wenn gleichzeitig mit der aufschießenden Reaktion etwas anderes uns ermöglicht, gelassen zu bleiben. Und wir uns nicht identifizieren, nicht einhaken, nicht einen ganzen Film draus machen. Dann ist es möglich, dieses, wir nennen das, ein simultane Entstehen und Vergehen von Gedanken inklusive Emotionen zu erleben. Kurze Zwischenfrage. Wie lange dauert ein Gedanke? Was würden Sie so für eine Dauer an Gedanken? Man kann höchstens sagen, so ein Augenblick, ne? Bitte? Es blitzt so auf, ja. Manche Gedanken bleiben ja auch lange da, aber wie lange bleiben sie denn da? Da hat jemand gut studiert hier. Unsere Marianne hat hat's genau gesagt. Ein Gedanke dauert so lange, wie wir ihn festhalten. Gedanke hat keine Lebensdauer aus sich heraus. Er steigt auf wie ein Blitz. Aber wenn da nichts ist und niemand ist, der danach greift und sich damit beschäftigt und ihn nährt, den Gedanken, und ihm eine Wichtigkeit gibt und ihn noch ein bisschen aufbaut und dann mit weiteren neuen Gedanken, dann hat der Gedanke keine weitere Dauer. Aber wenn er für wichtig genommen wird, führt er zu immer neuen Ausformungen in derselben Richtung wie der erste Gedanke. Deswegen denken wir, es wäre derselbe Gedanke, aber es ist ein wiederholtes Denken in immer derselben Art, und das kann lange weitergehen. Und zwar genauso lange, wie wir daran festhalten. Also ist die Dauer eines Gedankens eigentlich die Dauer unseres Festhaltens, eines Fürwichtighaltens von einem Gedanken.
Das bedeutet, wenn wir frei sein wollen im Denken, dass wir die Wahl haben, wie wichtig wir einen Gedanken nehmen. Zum Beispiel, ich bin jetzt die ganze Zeit dabei, dieses Denken über Gedanken und übers Denken für richtig wichtig zu halten, weil ich jetzt da einen Vortrag drüber halte. Ich bin dabei, dieses Denken richtig zu kultivieren und festzuhalten, so klar im Geist zu halten, dass ich alles andere, was nichts damit zu tun hat, fallen lasse. Da ist ein Entschluss, alles andere Denken, wenn jetzt querschießende andere Gedanken kommen, weil mir Assoziationen kommen, die kriegen ein Nein, die kriegen keine Aufmerksamkeit. Aber das, was ich jetzt erklären möchte, kriegt die volle Aufmerksamkeit. Und das ist eine Wahl, die wir treffen. Das heißt, frei sein zu denken bedeutet auch, wenn man das möchte, volle Aufmerksamkeit und einen Gedanken richtig ausspinnen können und richtig verfolgen mit all seinen Vernetzungen und was alles dazu gehört, beim Thema bleiben zu können und dieses Thema wirklich zu erforschen, auszukundschaften. Und das unabgelenkt. Und das geht nur, wenn man alle anderen Gedanken loslassen kann. Das heißt, unabgelenktes Denken beinhaltet alles, was ablenken könnte, inklusive der eigenen Emotionen und Sinneseindrücke, was weiß ich, was an Sinneserfahrungen noch kommt, all das entspannen zu können, los und so lassen zu können, ohne ihm Bedeutung beizumessen. Und dann, wenn man das nicht mehr für sinnvoll hält, jetzt da bei dem Thema zu bleiben, es einfach loslassen zu können, es lassen zu können, auch aufhören zu können mit dem Denken über etwas, was man gerade eben noch für wichtig gibt. Aber jetzt ist es dann nicht mehr. Und das ist ja unser großes Problem. Wahrscheinlich sind einige von Ihnen auch Geschäftsleute und oder was auch immer. Wir haben Probleme in unserem Leben, über die wir nachdenken müssen und wollen, weil wir sie auch lösen wollen. Aber dann haben wir denen einmal so viel Aufmerksamkeit geschenkt, dass wir dann Mühe haben, es zu lassen, wenn es nicht mehr sinnvoll ist. Das geht einfach weiter. Da sind wir nicht frei. Wir haben es nicht gelernt, dann im rechten Moment das vorher notwendige Denken jetzt dann zu entspannen und zu lassen. Da sind wir, da sitzen wir dann unseren eigenen Mustern auf, dass wir immer wieder reingeraten in Arten des Denkens, die wir zwar mal intensiv geübt haben, aber die jetzt eigentlich nicht mehr sinnvoll sind. Jetzt komme ich noch zu dem, ja, aber vielleicht ist es der letzte wichtige Punkt, den ich ansprechen möchte, aber dann kommt noch, möchte ich noch gerne Zitate vorlesen. Und zwar jetzt geht es um das Nichtdenken. Bei all dem Dilemma des Denkens, was ich ja beschrieben habe, dieser goldene Käfig unseres begrifflichen Denkens und der emotionalen Reaktion, wo wir uns zwar recht wohlfühlen drin, aber doch merken, ich bin wie gefangen in meinen Mustern und in meinen, nicht nur Denkmustern, auch emotionalen Mustern. Befreiung, Erwachen, das muss woanders sein. Das kann nicht hier in dem Käfig sein. Und da drängt sich auf, zu meinen, die Befreiung müsste dann im Nichtdenken liegen. Ha ja, wer schon mal für Momente nicht gedacht hat, weiß, wie erleichternd das ist, weiß, wie befreiend das ist. Das sind wunderbare Verschnaufspausen. Und wenn man die ein bisschen ausdehnen könnte, vielleicht ist das ja das Erwachen. Es geht. Ich spreche Ihnen jetzt nicht von etwas, was unmöglich ist. Man kann tatsächlich aufhören, ins Denken einzusteigen. Der Geist kann völlig ruhig werden. Wie ist denn dann so jemand, der nicht mehr denkt? Lassen. Tja,
Mehr als gelassen. Den kann man da lassen, wo er ist. Der ist so gelassen, dass man den irgendwo absetzen kann und da bewegt sich nichts mehr. Weil der muss ja dann auch die Wahrnehmung ausschalten, der muss seine Bedürfnisse ausschalten, der kann nur noch im Samadhi, wie wir das nennen, im tiefen Samadhi, kann er da geparkt werden. Aber von Nutzen für die Welt ist der nicht. Das ist einfach, der ist, ja, das ist, wir sind geistig geparkt. Das ist kein Zustand, in dem man irgendjemandem hilft, als Buddha unterrichten könnte, schon gar nicht. Und was läuft innerlich eigentlich, wenn das Denken abgeschaltet ist, dann findet keine unterscheidende Wahrnehmung mehr statt. Das ist ein ganz springender Punkt. Wenn das Denken, also wenn die geistigen Regungen inklusive also des vorbegrifflichen, des nichtbegrifflichen Denkens abgestellt sind, dann findet gar kein Verstehen statt. Verstehen, irgendetwas verstehen, irgendetwas zu erkennen, ist immer mit geistigen Bewegungen verbunden. Es liegt in der Natur der Sache. Weil Verstehen bedeutet ja, dass aus einem Nicht-Verstehen es zu einem Verstehen kommt. Da ist doch eine Bewegung. Das geht doch nicht ohne Bewegung. Wer aber geistige Bewegung unterbindet, kann nicht verstehen, bleibt bei genau dem Verstehen, mit dem diese Person in die Versenkung eingetreten ist. Genau mit diesem Verstehen tritt die Person wieder aus der Versenkung heraus. Es hat sich zwischendurch nichts getan. Wenn wir jetzt von dieser Art meditativer Versenkung sprechen, wo das Denken ausgeschaltet wurde. Das muss man sich mal klar machen. Da gibt's kein Erwachen. Es gibt nicht mal eine Möglichkeit zu erwachen. Obwohl das total beeindruckend aussieht. Da sitzt einfach jemand Tag und Nacht und das über Monate womöglich. Niemand von uns könnte das. Und das muss doch irgendwie was mit Erwachen zu tun haben. Nee, ist geparkt. Er ist einfach im nicht begrifflichen Sein geparkt. Das geht so, nein, wirklich, ich spreche Ihnen auch aus Erfahrung, das geht so weit, dass man in solchen Zuständen nicht mal mehr atmen muss. Das kann sehr, sehr weit gehen. Man muss nicht mehr auf Toilette gehen, man muss nicht mehr essen und es gibt solche Geisteszustände. Aber die sind uninteressant. Die sind uninteressant, weil kein Verstehen, kein Erkennen stattfindet. Da findet gar kein Erwachen statt. Das sind aber beeindruckende Geisteszustände, weil es so wenige in der Welt gibt, die das erfahren. Und drum gibt es da eine gewisse Verwechslung. Man kann über solche Zustände relativ ungestraft sprechen, weil sie ohnehin kaum jemand verwirklicht. Und kann dir so darstellen, als ob das mystische Erlebnisse wären, in denen sich etwas Wesentliches vollziehen würde. Das ist es aber nicht. Jedes echte mystische Erleben ist ein Erleben, hat was mit inneren Bewegungen zu tun, etwas, wo jemand aus der Enge in die Weite findet oder wo im Herz etwas erwacht, ein Verständnis erwacht, eine neue Sichtweise Einzug hält in unsere Erfahrung. Eine durchdringende Schau von dem, was eigentlich die Natur unseres Seins ist. Das sind die transformierenden Erfahrungen. Das sind alles Erfahrungen, wo innere geistige Bewegungen, begriffliche und nicht begriffliche geistige Bewegungen stattfinden. Die begrifflichen sind meistens zweitrangig. Diese Erfahrungen des Verstehens sind zuallererst auf der intuitiven Ebene, aber diese Ebene muss ganz frei sein, sodass eine freie innere Schau entstehen kann, darf nicht eingeengt sein. Also dieser Teil meines Vortrags heute Abend, das war einfach, um mit eventuell vorhandenen Ideen aufzuräumen, im bloßen Nichtdenken wäre es möglich, einen Weg des Erwachens zu gehen. Das geht nicht. Das ist nur eine Pause. Das ist sehr erholsam, ist total erfrischend, aber es ist nur eine Pause. Erkennen, verstehen findet erst wieder statt, wenn man ins
bewegte Erleben hineinkommt. Und jetzt ist die Frage, sind denn für dieses intuitive Verstehen, um das es beim Erwachen geht, sind denn da Gedanken hinderlich oder nicht? Inklusive begriffliches Denken. Bevor ich Ihnen darauf antworte, lese ich Ihnen wenigstens ein Zitat oder vielleicht auch zwei vor. Meister Gampopa, einer der Begründer unserer Linie, sagt: Betrachte Gedanken als notwendig. Betrachte Gedanken als äußerst segensreich. Betrachte Gedanken als angenehm. Betrachte Gedanken als unentbehrlich. Wird Ihr Erscheinen in dieser Weise als sinnvoll betrachtet, dann sind Sie die unwandelbare Natur, die Natur allen Seins. Betrachte Gedanken als notwendig, da ohne Gedanken die Natur der Phänomene nicht erfahrbar ist. Früher bist du im kreislaufbedingten Daseins umhergeirrt, weil du die Natur der Gedanken nicht erkannt hast. Das heißt, wir haben uns ständig verstrickt. Jetzt dagegen enthüllen die Gedanken die wahre Natur des Seins, den Wahrheitskörper. Betrachte sie deshalb als äußerst segensreich. Wenn du jetzt verstehst, bei allen aufkommenden Gedanken frei von Anstrengung zu bleiben, also mühelos, anstrengungslos zu bleiben, dann sind Gedanken selbst der Dharmakaya. Betrachte sie deshalb, also der Wahrheitskörper, betrachte sie deshalb als angenehm. Wenn du Gedanken als angenehm erfährst, ist die Ursache von Verspannung aufgehoben. Verspannung, das ist ein Kommentar von mir, entsteht ja immer durch unseren Widerstand gegenüber Gedanken, weil wir sie nicht in ihrer wahren Natur erkennen. Du bist in dem Maße verspannt, in dem du Gedanken als Fehler ansiehst. Ende des Zitates. Das ist jetzt aus unserer Tradition, der tibetisch-buddhistischen Tradition des Mahamudra. Und zwar geht es jetzt um eine Kehrtwende, was das Denken und die Gedanken angeht. Es geht darum zu sehen, dass Gedanken aus sich heraus überhaupt keine Kraft haben zu bleiben. Wir denken immer, Gedanken hätten eine Kraft. Wie viel Kraft haben denn Gedanken wirklich? So viel, wie wir ihnen geben. Nur so viel Kraft, wie wir den Gedanken geben, so viel Kraft haben sie. Aus sich heraus haben Gedanken überhaupt keine Kraft. Wenn wir das merken, werden wir furchtlos Gedanken gegenüber. Wir merken, dass Gedanken, denen wir keine Kraft geben, sich von selbst auflösen. Sie haben keine Kraft zu bleiben. Sie haben keine Kraft, uns zu beeinflussen. In dem Maße, wie sie sich auflösen, zeigen sie uns jedes Mal die wahre Natur des Geistes, dass nichts von Substanz ist, dass alles Prozess ist. Jedes Mal, wenn Gedanken auftauchen und sich auflösen, kommt es zu einem weiteren Erkennen, zu einem erneuten Erkennen der wahren Natur des Seins. Wenn wir so mit Gedanken umgehen können, werden sie zu Freunden unserer Praxis. Aber nicht, indem wir an ihnen festhalten, sondern indem wir sie jedes Mal als das erkennen, was sie wirklich sind. Pamudrupa, ein Schüler von Gampopa, sagt: Wenn Gedanken aufkommen, erkenne ich klar, dass sie mein Lehrer sind. Ich weiß, wie äußerst segensreich Gedanken sind. Es besteht nicht der geringste Unterschied zwischen der Natur des Seins und Gedanken. Diese feste Gewissheit ist mein untrüglicher Lehrer. Da ich verstanden habe, dass Gedanken Geist sind und dass der Geist ungeboren ist, nicht fassbar, ohne Substanz, brauche ich weder Gedanken zu meiden, noch brauche ich das ursprüngliche Bewusstsein, dieses zeitlose Gewahrsein,
das frei von begrifflichem Denken ist, zu erzeugen. Ich brauche das Gewahrsein des Erwachens nicht zu erzeugen, weil es die Natur des Denkens und des Geistes selbst ist. Und er fährt fort, Gedanken, die mannigfaltig erscheinen, sind wie Salz, das in Wasser gestreut wird und sich sofort auflöst. Gedanken und Leerheit sind nicht zweierlei. Der Lehrer, der mir dies zeigt, ist der Lehrer, der das Tor der Weisheit öffnet. Und Karmapa kommentiert und schreibt, der neunte Karmapa, es ist äußerst wichtig, den Geist natürlich zu lassen, ohne Begriffe, Konzepte und offen, in einem gelösten Zustand, frei von Anhaftung. Und alle aufkommenden Gedanken mit unzerstreuter Achtsamkeit in ihrer wahren Natur zu betrachten, ohne sie zu verleugnen oder zu bekräftigen, ohne etwas zu fabrizieren oder zu verändern. Worum es geht, ist nicht mehr von Gedanken gefangen genommen zu werden, nicht mehr unter ihrer vermeintlichen Kraft wie gedrückt zu sein, sondern zu merken, indem wir ihre wahre Natur erkennen, dass sie nur die Kraft haben, die wir ihnen geben, dass sie substanzlos sind, dass sie sich auflösen, wenn wir sie lassen, und dass wir sie aber einsetzen können, wenn wir es brauchen. Wenn wir das begriffliche Denken brauchen, dann ist es absolut notwendig, das zu nutzen und einzusetzen, denn sonst gäbe es keine Sprache. Wir haben keine Kommunikation zwischen Menschen, wir könnten uns nicht verstehen, wir könnten einander unsere Erfahrungen nicht mitteilen. Begriffliches Denken und Denken überhaupt, denn das beinhaltet dann auch die geistigen Regelungen des Wahrnehmens, das Verknüpfen unserer Wahrnehmung, dass wir Wahrnehmung mit einer Sinneswahrnehmung miteinander kombinieren können und Schlüsse daraus ziehen können. Also wir sehen zum Beispiel den Regen auf der Windschutzscheibe beim Autofahren und wissen, jetzt wird die Straße glatt. Das ist doch Denken. Das brauchen wir. Genauso brauchen wir Denken, um unsere Nahrung wachsen, also zu pflanzen und wachsen zu lassen, einzufallen. Überall, wir brauchen Denken. Und wir setzen es dann so ein, wie es eigentlich, man kann fast sagen, ursprünglich gedacht war, als ein wunderbares Werkzeug, aber nicht das Denken oder die Gedanken da sind nicht unser Meister. Wir sind die Meister des Denkens. Das müssen wir umkehren. Und dann können wir von Freiheit des Denkens sprechen und dann können wir auch sagen, dass Denken eine Hilfe auf dem Weg des Erwachens ist. Denn wir können durch Denken, können wir lernen, wir können hören und verstehen. Wir können kommunizieren, wir können kontemplieren, das heißt tief nachdenken über etwas. All diese wesentlichen Fähigkeiten stehen uns zur Verfügung. Und wir können es sein lassen, wenn es nicht mehr dienlich ist. Wir können in offene Geistesräume eintreten, in dem Maße, wie uns das zweckdienlich erscheint. Ja, ich glaube, jetzt habe ich die Runde gedreht, so über das Denken, laut über das Denken nachgedacht. Jetzt wäre Zeit für Fragen, für Kommentare. Ja, ich lade Ihre Fragen ein. Es ist immer so, die erste Person, die spricht, hat den größten Mut. Irgendeiner muss es ja wagen. Also sind unsere Gedanken flüchtig? Ja, unsere Gedanken sind flüchtig, wenn wir sie nur flüchtig sein lassen. Wenn wir sie sein lassen. Ja. Wenn sie wichtig sind, kann man sie festhalten. Ja, genau. Ja, genau. In Kraft gehen. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich so. Okay. Danke. Ich habe nochmal eine Frage. Ja. Und zwar, es gibt noch diese Geschichte von dem Buddha, der so lange unter dem Bodhi-Baum gesessen hat, bis er Erleuchtung hat, ne? Bis er zu Buddha geworden ist. Und war das nicht so, dass er in der Zeit
so quasi in Samadhi war und darüber Erleuchtung? Ja, er war in verschiedenen Samadhis, aber er war in Samadhis, wo geistige Regungen zugelassen wurden. Also nicht jeder Samadhi ist ein Samadhi ohne Denken. Ja? Also diese Regung des Geistes, genau die hat er zugelassen. Das Leitbild für den Buddha, als er sich dann hinsetzte und wirklich seine Praxis änderte, war, dass er sich erinnert hat, wie er als Kind, vielleicht 5, 6 Jahre alt, unter einem Baum saß. Sein Vater hatte ihn mitgenommen zu einer kleinen Zeremonie, wo zum ersten Mal die Äcker gepflügt wurden als Auftakt zur Bestellungssaison der Äcker. Da hat der Fürst jeweils die erste Furchen gemacht mit dem Ochsen und dabei saß das Kind unter einem Baum und der dann später 35-jährige Gautama, spätere Buddha, erinnert sich, dass er damals unter dem Baum in einen völlig natürlichen Zustand eingetreten ist, so natürlich und so frei, wie er seither nie erlebt hat. Und diesen natürlich freien Geisteszustand, den nimmt er sich als innere Leitlinie, als er sich da unter dem Bodhibaum setzt. Und all die Samadhis, die er durchläuft, sind von dieser Natürlichkeit geprägt. Also nicht was Künstliches, wo man etwas blockiert und nicht haben möchte, sondern die Öffnung des Geistes. Das Wort Samadhi wird für sehr unterschiedliche Geisteszustände benutzt, von denen dann nur, also man nennt das die formlosen Jhanas, wirklich völlig frei von geistigen Regungen sind. Samadhi mit Erkenntnissen. Ja, Samadhi mit Erkenntnis, ja. Ich habe eine Frage. Die Gedanken sind ja mit Fixierung verbunden. Und wenn man sich nicht mit dem Gedanken identifiziert, ist da Denken überhaupt möglich? Also ist Denken nicht immer auch eine Aufspaltung in Dualität eigentlich? Ja, das ist eine ganz interessante und wichtige Frage. Philosophisch ausgedrückt würde diese Frage lauten, ist es möglich zu denken, ohne Enttäuschung zu verfallen? Ohne in Fixierung, ohne in Identifikation zu verfallen? Und die Antwort ist ja, tatsächlich. Es ist eine andere Form des Denkens möglich, die nicht mehr mit der Täuschung einhergeht, dass der Begriff die Wirklichkeit tatsächlich bezeichnet. Und dass dieses Denken nicht mehr in der Spaltung von Subjekt und Objekt stattfindet. Das ist eine Form des Denkens, die uns noch kaum vertraut ist. Und da haben sich die buddhistischen Gelehrten auch ein bisschen so Gedanken drüber gemacht, aber für die Meister war das irgendwie nie ein Problem. Aber für die Gelehrten war das genau eine ganz, ganz wichtige Frage. Da gab es Schulen, wo die Gelehrten den Buddhas das begriffliche Denken abgesprochen haben, weil sie dachten, es wäre nur möglich, wenn man in die Täuschung fällt gleichzeitig. Und dann gibt es, ich meine, wir können ja schon anfangen auf unserer kleinen Ebene, wir können ja schon, es gibt ja spielerisches Denken, wir können ja spielerisch auch denken, wo wir merken, dass deutlich weniger Fixierungen dabei sind und wir können auch in uns, bevor wir denken, ganz stark dieses Gewahrsein hervorrufen, dass Gedanken ja nur abstrakte Konstrukte sind. Und dieses Gewahrsein wachhalten, während wir dann denken, dann merken wir schon, es ist möglich, dass dieses Wissen, diese Weisheit um die Natur der Gedanken sich verbindet mit dem Denken und nicht völlig weg ist. Es wird verglichen in der Literatur
mit den Zauberkunststücken im Zirkus, wenn ein Zauberer auftritt, der spielt mit magischen Tricks und fällt selber nicht auf die Tricks rein, weil er durchschaut sie. Und so können wir Worte nutzen, um magische Effekte zu erzeugen, das heißt, um andere, mit denen wir sprechen, in diese Erfahrungswelt hineinzuführen, wissen aber, dass die Worte, die wir benutzt haben, nur so sind wie Fingerzeige auf den Mond. Es ist nie der Mond selbst, sondern nur immer richtungsweisende Worte. Und wir fallen nicht drauf rein, die Worte oder die Begriffe für die beschriebene Wirklichkeit zu halten. Das ist so die Antwort auf diese Frage. Tatsächlich ist es möglich, also zu denken, ohne der Täuschung zu unterliegen, ohne in die Dualität zu fallen, Subjekt, Objekt und ohne zu fixieren. Also es ist sozusagen auch in einem gewissen Maße schon für uns erfahrbar, diese Maße zu bekommen. Ja. Wenn wir das ganz konsequent zu Ende denken würden, Sprache ist ja, beruht ja auf Subjekt, Objekt. Sprache ist inhärent so gebaut. Begriffliches Denken beruht auf Übereinkünften, dass die Begriffe eine Wirklichkeit beschreiben und da besteht eine Übereinkunft, welche Begriffe man für was verwendet. Wenn Erwachen benutzen würde, dass man nicht mehr in dieser Form begrifflichen Denkens funktionieren könnte, dann würden Menschen, wenn sie erwachen, die Sprache verlieren. Die könnten dann nicht mehr sprechen. Aber das ist nicht der Fall. Die können sehr gut sprechen. Die können immer besser sprechen, weil sie immer freier denken können und die Sprache immer freier und auch innovativer benutzen als andere. Sie sind nicht so auf den fixen Gleisen und können schauen, wo vielleicht zusätzliche Worte, andere Art, die Worte zu nutzen, die Begriffe zu nutzen, hilfreich sein können. Also Erwachte verstummen nicht. Das wäre nämlich die andere Version, dass man sagt, erwachen, okay, aber dann keine Kommunikation mehr möglich. Aber das ist nicht der Fall, sondern die Kommunikation wird immer leichter. Ja, weitere Fragen oder Bemerkungen? Also eine Frage, die mich schon lange bewegt, wie es um den täglichen Samadhi von Buddha erschließt. Als er aus seinem Samadhi aufwachte, aufstand und sagte, ich bin erleuchtet. Woran haben wir das gemerkt? Also irgendeine geistige Bewegung oder ein Denken hat ihn dazu davon überzeugt, dass er jetzt erwacht ist. Ja, das war, weil er erwacht ist zu der Antwort auf seine wesentliche Frage. Die Frage, die ihn all die Jahre umgetrieben hat, die 6 Jahre, seitdem er das Zuhause verlassen hatte, war die Frage, gibt es ein Ende von Leid? Gibt es ein Ende von Anspannung und Enge im Geist? Und er hatte ja diese verschiedenen anderen Samadhi-Zustände durchlaufen und immer wenn er da rauskam, war wieder Greifen da und war wieder Enge da. Und als er aus diesen natürlichen Erkenntnisprozessen, also als die sich abgerundet hatten und man weiß nicht, ob das jetzt 7 Tage gedauert hat oder wie lange, aber mindestens 7 Tage hat er da unter dem Bodhibaum verbracht und verschiedene Bereiche ausgelotet, verschiedene Erkenntnisse haben sich ihm offenbart. Und als dieser Prozess zu Ende war, war er sich sicher, das ist jetzt tatsächlich das Ende von Leid. Jetzt habe ich den Weg gefunden raus aus diesem goldenen Käfig. Und zwar genau diese Frage, worum es uns heute Abend geht. Was ist die Natur des Seins, die Natur auch des Denkens? Gibt es die Möglichkeit zu sein in dieser Welt, ohne eng zu werden innerlich, ohne weiteres Leid zu erzeugen, ohne in diesen Mustern weiter zu funktionieren? Und diese Freiheit hat er
ohne einen Schatten von Zweifel in sich, sich gespürt. Und dann hat er das weitergegeben und hat gesehen, dass es tatsächlich auch für andere so funktioniert. Also deswegen hat er diese Gewissheit gehabt. Mhm. Kurt, glaube ich, hat er sich gemeldet. Ich wollte aus buddhistischer Sicht sozusagen die berühmte These von Wittgenstein nicht zu halten, dass die Grenzen unserer Sprache die Grenzen unserer Welt sind. Ich habe es akustisch nicht ganz. Wittgenstein hat was gesagt, dass die Grenze unserer Welt, also die Grenze unserer Sprache ist die Grenze unserer Welt. Ja, genau, das wäre nicht zu halten. Das ist nicht zu halten. Ja, aber die Grenze unserer Sprache ist die Grenze dessen, was wir kommunizieren können, was wir rüberbringen können. Dass der und dann ist die Grenze der Sprache, es sind nicht nur die Begriffe, sondern auch der Raum, den die Begriffe eröffnen. Zum Beispiel kann man niemandem durch Sprache das Erwachen übertragen. Man kann durch Sprache nur so anticken, Verständnisprozesse, dass dann innerlich intuitiv ein Erahnen, ein Erspüren, vielleicht ein weiteres Loslassen, sich öffnen und dann ein Verstehen stattfindet. Aber das sind dann Folgeprozesse, die nicht mehr direkt durch die Sprache bewirkt werden, sondern nur angeregt werden. Also es geht weiter als, viel weiter als die Sprache. Wir haben viel größeren Erlebnisraum als die Sprache selbst. Aber diesen Erlebnisraum haben wir große Mühe zu kommunizieren. Befriedigt dich die Antwort? Ja? Okay. Ich habe nur zwei Aspekte. Der eine ist, dass ich das ganz erleichternd finde, was Sie erzählt haben, nämlich diesen Druck loszulassen können oder abgeben können, dass ich nicht mehr ohne Gedanken sein muss. Mhm. Also das heißt, die Meditation, die ich bisher gemacht habe, ist tatsächlich so gewesen, dass ich krampfhaft versucht habe, diese Gedanken irgendwie wegzudrücken, aus Zusammenhang oder Freiheit zu machen. Das heißt, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, macht eine ganz große Erleichterung. Sie dürfen sein und Sie sind auch Teil von mir und Sie können mich auch irgendwie weiterbringen. Sie können. Und der andere Aspekt oder die Frage an Sie ist, was ist dann Meditation? Ist es dann das Üben, diese Gedanken sein zu lassen? Also mit ihnen leben zu können, sie verpuffen zu lassen? Oder ist es noch mehr? Ja, wir nehmen dann zwei Formen der Praxis. Wir nehmen die Kontemplation und die Meditation. Wenn wir meditieren, üben wir uns tatsächlich darin, alle Sinneswahrnehmungen, also Körper spüren, hören, sehen, riechen, schmecken und Wahrnehmen der inneren Prozesse, all das weit zu lassen, frei von Haften, so dass man wie von einem Verpuffen sprechen kann, von einem Aufsteigen und Vergehen. Und dass wir uns gewöhnen an diesem Prozess des einfach So-Seins, ohne einzugreifen. Aber wir nutzen auch die Kontemplation, das bewusste Hineinspüren und auch Nachdenken über Fragen, die uns wichtig sind. Das heißt, wir nutzen auch das bewusste Denken als Türöffner, als Verständnisöffner. Wir können uns zum Beispiel dann so ein Zitat nehmen und nutzen das Begriffliche, um innere Reflexionen anzustoßen und diese Reflexionen, so wie heute Abend der Vortrag, öffnen ein Verständnis. Das nennt man noch Kontemplation. Und dann in dem Verständnis zu verweilen, ohne weiter darüber nachzudenken, das wäre dann die Meditation. Es spielt dann also so zusammen, das geschickte Denken, das hilfreiche Denken führt in eine Öffnung, in eine Entspannung, in der dann das Denken nicht weiter notwendig ist. Ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Ich bin jahrelang in negative Gedankenmuster reingefallen und
zeitweise nicht rausgekommen. Das war so wie eine Schallplatte an eine Regle und dann durch das Nicht-Festhalten, also an diesen negativen Gedanken, Mustern bin ich also rausgekommen. Hm. Das ist schon toll. Jahrelang keine Probleme mehr jetzt. Also seitdem ich das erste Mal erfahren habe, wie das möglich ist, so wie du jetzt erzählt hast, seitdem bin ich also frei davon. Magst du noch ein Wort dazu sagen? Kannst du dich noch erinnern, wie du das gelernt hast? Du warst ja schon, es ist jetzt nicht ganz so lange her, du warst schon im Ruhestand oder, ja, das war gerade so dieser Übergang. Ich war schon in Pension. Und wie hast du das gemacht, dass du den Abspieldiamanten da aus der Spurrille geholt hast? Wie hast du es gemacht? Was hat dir geholfen dabei? Ich habe das ein Heft von Lama Wali gehabt, also in die Hand bekommen, und da ist das drinnen gestanden, also wie das also abläuft. Und genauso wie du es gesagt hast, also die Gedanken also loslassen und nicht festhalten. Und mit dem habe ich mich beschäftigt und dann eben immer. Also tatsächlich. Du hast also durch das aufmerksame Studieren eines Textes, das Kontemplieren dieser Instruktionen, und hast du es dann umsetzen können. Und schon zusätzliche Methoden, also im Buddhismus, also das auch. Aber das kann ich mir erinnern, das habe ich gelesen. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja hallo, das Ich mache das ja. Ich halte da an dem immer selber fest. Ja. Ich bin eigentlich da. Seitdem also nie mehr in solche Muster, schon leicht, aber nie so extrem. Also das war jahrelang, war das der Fall. Das ist immer so rein, raus. Das war riesig wertvoll. Okay. Danke. Ja, bitte. Kannst du noch mehr Hinweise geben, wie ich mit den aufsteigenden Emotionen umgehen kann, die mich manchmal fest im Griff haben, ohne dass ich auf sie reagiere? Ja. Hä? Ja, das ist ein großes neues Thema, aber in dem Rahmen heute kann ich schon ein bisschen dazu sagen. Und zwar ist es viel verlangt, bei starken Emotionen so gelassen zu bleiben, dass wir nicht drauf einsteigen. Was hilfreich ist, ist das zunächst mal mit ganz einfachen Dingen zu üben. Du setzt dich zu Hause hin, auf den Stuhl, Sessel, und übst einfach mal Körperwahrnehmungen so sein zu lassen, wie sie sind, ohne zu reagieren, für eine Viertelstunde. Die Geräuschwahrnehmung, wer weiß, wer im Nachbarhaus oder so dick die Musik anhat oder ob draußen ein Trecker arbeitet oder was auch immer los ist, da gelassen zu bleiben. Sehwahrnehmungen, zum Beispiel bewusst dich hinzusetzen und irgendwas, was du nicht magst, visuell, unaufgeräumtes Zimmer oder schmutzige Küche oder was auch immer, einfach dich reinzusetzen und zu gucken, ohne zu reagieren, das zu üben. Geruchswahrnehmung. Wenn du auf die Toilette gehst, jemand anders war vor dir, Geruchswahrnehmung. Nicht reagieren. Ah ja. Herausforderung. Ah, das kannst du sagen, weil das geht tief. Und dann, während du so still sitzt, Viertelstunde, tauchen dir auch Gedanken auf. Die sind dann nicht immer stark emotional, aber wir gewöhnen uns dann auch dran, auf die weniger stark emotionalen Gedanken nicht zu reagieren, einfach mal wahrzunehmen. Und diese Fähigkeit, nicht sofort zu reagieren, die wächst und überträgt sich dann auch auf starke emotionale Impulse. Und was zusätzlich hilft, uns aus dem Reagieren rauszunehmen, ist, wenn wir etwas haben, auf das wir uns konzentrieren können. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ich übe mich mal mit dem Atem, das bewusste Ein- und Ausatmen, wenn ich mich daran auch noch erinnern kann, wenn eine Emotion auftaucht, dann ist es leichter für mich, nicht auf die Emotion zu reagieren, weil ich den Geist auf den Atem lenken kann. Oder etwas anderes, was mir so eine Stütze ist. So eine Stütze ist dann schon sehr, sehr hilfreich, um nicht einzusteigen auf die emotionale Regung. Und das braucht ein bisschen Übung, wenn wir
direkt beim Schwierigsten anfangen wollen, ist es viel verlangt. Ich meine, das können andere vielleicht von uns verlangen. Wieso reagierst du überhaupt da drauf? Ne? Aber uns geht das so. Das sind unsere verletzlichen Punkte, unsere empfindlichen Punkte, die berühmten Knöpfchen. Und direkt mit denen anzufangen, ist schwierig. Aber diese Fähigkeit können wir entwickeln. Ich war zum Beispiel jemand, der sehr schnell sehr ärgerlich wurde, speziell mit meinem Vater. Und ich ging immer sofort hoch. Der brauchte nur ein paar Reizworte zu sagen und es ging ab. Und das war jeden Mittag so, bei jedem Mittagessen. In meiner Jugendzeit, nicht? Und ich fing dann an zu meditieren und auf den Atem zu meditieren. Und das hat eine rechte Zeit gedauert. Über ein Jahr, bevor ich dann tatsächlich bei Tisch in der Lage war, beim Atem zu bleiben und nicht zu reagieren. In anderen Situationen mit Freundinnen und so, das ging alles schon ganz gut. Aber da, das hat lange gebraucht, bis da diese Fähigkeit kam. Ich kann mich auch an einen Mann erinnern, den ich in Frankreich betreut habe, der höchst jähzornig war und darunter litt, so jähzornig zu sein. Der sich nichts sehnlicher wünschte, als ruhig bleiben zu können, also sich distanzieren zu können, wenn Ärger auftritt. 2 Jahre hat er gebraucht, bis er zum ersten Mal seine 3 Atemzüge einschieben konnte, bevor er reagiert. Aber von dem Moment an, wo er es zum ersten Mal geschafft hat, dann ging es sehr schnell, ging es rasant weiter zu dieser Fähigkeit, gelassen zu bleiben und erstmal abzuwarten, erstmal zu spüren und nachzudenken, bevor er reagiert. Die erste Phase war lang und es war schwierig, in diesen ganz empfindlichen Bereich solch eine Entspannung reinzubringen. Aber wenn es dann einmal geschafft ist, dann geht es schnell. Und das war ein ganz normaler Mensch. Der war Stahlarbeiter in einer Flugzeugfabrik und so. Also wirklich jetzt ganz, also nicht kein sonstiges Geistestraining. Ich denke, ja, vielleicht noch Nachfrage. Ja, ist okay. Okay, danke. Bitte. Ich denke, man muss erst diese Emotionen erkennen. Eine gewisse Wachsamkeit haben, um Gedanken überhaupt zu erkennen. Oh, jetzt bin ich ganz woanders, wo ich eigentlich sein will. Klar. Wenn man das schon erkannt hat, dann kann man es auch gehen lassen. Selbstverständlich. Wollen wir den Wunsch machen, dass wir alle diese Fähigkeit entwickeln. Wachsam. Die Emotionen, wenn sie die Impulse, wenn sie aufsteigen, tatsächlich auch mitzukriegen. Und nicht auf sie einzusteigen. Selbstverständlich. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, wenn wir heute Abend hier sitzen, dann ist es einfach so, das reflektiert wahrzunehmen. Ich benötige so ein Instrument für den Alltag. Da reagiere ich eben, ja, da liegen halt meine Denkmuster zugrunde. Also herkommend aus meiner Persönlichkeitsstruktur oder Erfahrung. Das passiert eigentlich mechanisch, das einfach mal so im Alltag wahrzunehmen oder mal so ein Break, ein Stopp. Das ist halt für mich schwierig. Ja. Also ein Tipp. Ein Tipp. Ja. So ein Tipp, den man so heute Abend mit nach Hause nehmen könnte. Ich meine, ich unterrichte das ja die ganze Zeit. Ne? Ich spüre jetzt gerade nicht hinein, was denn so möglich wäre. Um welche Emotionen würde es da gehen, vorwiegend? Um welche Muster, welche Art von Muster? Ich merke einfach, dass das Denken bei mir mechanisch ist, also dass ich oft genauso reagiere. Ja. Aha, okay. Da würde ich sagen, wenn es so allgemein ist, den Körper spüren. Ich würde empfehlen, sobald Sie merken, dass dieses rotierende Denken stattfindet, in die Erfahrung des Körpers zu gehen, das Spüren der Empfindung, also Vibrieren, Druck, Atmung, vielleicht Verspannung und dann ein bisschen korrigieren,
in das ist die beste Möglichkeit, um ganz schnell aus dem rotierenden Denken rauszufinden, in die körperlichen Empfindungen. Und es braucht nicht nur der Arm, sondern es kann Bauchgefühl, es können in Beinen, es kann auch einfach sein, dann ein bisschen zu gehen, also das, die taktilen Empfindungen beim Gehen zu nutzen. Das ist ganz, ganz hilfreich. Das ist so im Normalfall der stärkste Anker, um uns da mal rauszuholen aus dem überstarken, dem hypertrophen Denken. Ja, Anna? Mal zurück zu meditieren oder denken oder nicht denken. Es gab bei mir manchmal Augenblicke, wo einfach nichts war. Und es war absolut verblüffend. War das jetzt einfach nur Glück, dass ich eine Pause hatte von meiner Maschine hier oben, oder war das mehr? Das war sowas wie, wenn wir im Buddhismus über die Leere sprechen, in der alles ist. Es war alles da, aber es hatte keine Form. Also es war weder Bild noch Gedanke, sondern einfach Ruhe. Oder, ach, es gibt eigentlich kein Wort dafür, aber es war beglückend. Ganz kurz. Was ist das gewesen? Ja, da muss ich dann schon sagen, dass ich das im Nachhinein jetzt so nicht benennen möchte, was das wohl war. Aber dieses Beglückende, diese Freude, die dadurch entstanden ist, deutet auf eine große Erleichterung hin, die da stattgefunden hat. Dass das für einen Moment, für eine kurze Zeit, ein Ausstieg aus sonst sehr belastenden Mustern war. Das hinterlässt diese Freude. Und dann scheint es auch so zu sein, dass du aus dieser Erfahrung eine gewisse Einsicht oder ein gewisses Verständnis gewonnen hast. Oder zumindest ein Vertrauen in den eigenen Geist. Nicht? Eine gewisse Ichlosigkeit. Na, das ist ja schon ein großes Wort, ne? So richtig. Ja. Das heißt, es hat eine Änderung in deiner Sichtweise stattgefunden. In diese Ichlosigkeit, die du da erfahren hast, du siehst dich selbst jetzt anders, du verstehst dich anders. Das Gefühl des Ichs ist ein anderes geworden durch das Erfahren von einem ichlosen Moment. Und dass solch eine Änderung in der Sichtweise stattgefunden hat, begleitet von erleichterter Freude und Dankbarkeit offenbar auch, das erfahren zu haben, das zeigt, dass es sich um einen Moment tiefen Gewahrseins gehandelt hat und nicht um ein Abtreten in einen nicht erlebenden Raum. Es war ein tiefes Gewahrsein, was offenbar deutliche Spuren in deinem Wesen hinterlassen hat, die du vermutlich, so wie ich dich jetzt erlebe, als heilsam empfindest, also als etwas, was hilfreich war für dein Leben. Ja, und das lässt darauf hinweisen, dass es sich um eine wirklich authentische Erfahrung handelt, die ein tieferes Seinsverständnis bewirkt hat. Einfach so. An den Spuren nämlich, an den Folgen kann man viel besser sehen, um was eine Erfahrung es sich handelt, als wenn man sich mit unserer so begrenzten Sprache bemüht, die Erfahrung selbst so zu beschreiben. Die Auswirkungen lassen sehr deutlich, da kann man sehr deutlich ablesen, um was es sich gehandelt hat. Also da müssten wir einfach nur über die Auswirkungen sprechen, dann würde das immer klarer, aber es reicht ja schon. Ich sage das jetzt nur für alle anderen, die sich Gedanken machen über bestimmte Erfahrungen, über Erleuchtungsmomente und dergleichen. Da kann man sehr viel drüber sprechen, aber wesentlich ist nur die Wandlung, die wir dadurch erfahren, was dann tatsächlich sich öffnet in uns als neue Sichtweise oder anderer Umgang mit Situationen, das ist das Wesentliche. Alles andere ist Schnee von gestern. Da brauchen wir uns gar nicht mehr drüber zu unterhalten. Aber das, was bleibt, die Spuren, die das erzeugt, das ist das wirklich Wichtige. Ja, das habe ich zu Beginn des Vortrags geklärt. Kann sein, dass du noch nicht im Raum warst.
normalen Erkenntnisprozesse finden in einem nicht begrifflichen Denken statt. Das ist ein intuitives Erkennen, was aber auch geistige Bewegungen sind. Und wir haben zu Anfang des Vortrags den Begriff Denken aufgefächert in dieses begriffliche Denken und dieses nicht begriffliche Spüren, Ahnen, Verstehen. Und Erkennen, Verstehen findet tatsächlich meistens in diesem vorbegrifflichen oder nicht begrifflichen Raum statt, so wie du das auch beschreibst. Und das begriffliche Denken ist meistens nur noch Ausdruck von dem, was wir ohnehin schon verstanden haben. Manchmal ist es auch so, dass das begriffliche Denken so konsequent und so wach benutzt wird, dass dank des begrifflichen Denkens und während wir begrifflich denken, ein Verstehen stattfindet. Das gibt es auch, aber das sind oft nicht die ganz großen Erkenntnisse. Das sind so kleine Schritte des Verstehens, die da stattfinden. Okay? Also so sehe ich es. Oder siehst du es anders? Möchtest du noch was dazu sagen? Oder? Ja, ich habe mich ganz klar, ist es wirklich, wenn ich erkenne, wer das ist, ja. Ist es vorbildlich für das Denken oder ist es noch was anderes? Also, wenn ich etwas erkenne, dann ist ja vorher ein Nicht-Erkennen gewesen und jetzt ist zumindest so ein Aha, es kommt zu einem Verstehen. Das nennen wir eine geistige Bewegung. Es hat eine Bewegung stattgefunden und diese Bewegungen sind auch jetzt im buddhistischen Sprachgebrauch Denkbewegung. Wie wir das dann aber im Deutschen bezeichnen, da können wir auch eine andere Terminologie wählen. Das ist nicht fest, aber es ist kein begriffliches Denken. Und zu Anfang des Vortrags sagte ich im Deutschen, wenn wir Denken sagen, meinen wir meistens das begriffliche Denken und nicht das Denken in Bildern und Situationen und Klängen und, ja, das ist normalerweise nicht gemeint. Wenn wir etwas nicht begrifflich erkennen, wenn wir etwas erkennen, dann ist das innerlich klar erfahrbar und wird im Nachhinein dann erst so im normalen Gedanken, im Begrifflichen ausgedrückt. Kleines Beispiel. Da hinten gucken so eine Wiese runter und da unten am Ende der Wiese bewegt sich was. Ja, wir gucken hin, dann erkennen wir. Wir erkennen, es handelt sich um einen Menschen. Eventuell erkennen wir sogar, wer es ist. Dieser ganze Erkenntnisprozess, ausgelöst durch den visuellen Kontakt, ist kein begriffliches Denken. Das Bezeichnen, das ist Tillmann, der da unten läuft oder so, das kommt erst im Nachhinein. Das Erkennen ist ein Zusammensetzen von dieser visuellen Erfahrung verglichen mit anderen visuellen Erfahrungen und von den verschiedenen Möglichkeiten, tak, 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 tak. Das ist es. Es ist tatsächlich ein Mensch. Es ist kein Hund oder was auch immer. Ja, dieses, da findet eine Menge statt innerlich. Es wird mit einem ganzen Repertoire an bereits gemachten Erfahrungen verglichen. Und die eine dann, das ist es. Für die entscheiden wir uns. Ob wir daneben liegen, ist dann irrelevant, aber für die entscheiden wir uns. Ja, Vanya. Bei mir hat sich jetzt anhand von ein paar Fragen, die gestellt wurden, die Frage nur nach einer Denkfunktion aufgetan, die man in der Psychotherapie den Piloten nennt oder den Steuermann an Bord oder den Kapitän. Also im Grunde die umgesetzte Entschlusskraft, dass ich meinem Denken eine andere Richtung gebe. Und wenn jetzt für starke Emotionen, wie kann ich die stoppen oder mal denken, läuft mich an, wie komme ich da raus, dann brauche ich erstmal auch diese Funktion. Also natürlich muss ich es erkennen, ich muss einen Willen fassen, dass ich was ändern möchte. Aber dann brauche ich auch diese geistige Umsetzungskraft, dass ich jetzt wirklich was anderes mache. Mhm. Und in der Psychotherapie nennen wir das eben die Pilotenstärke. Gibt es da irgendein Korrelat dazu auch? Und auch ganz gezielte Übungen in der buddhistischen Schulung? Ja, ganz viele. Ganz, ganz viele.
Was wir in der Psychotherapie diesen Piloten nennen, das sind in der buddhistischen Psychologie sind das unter den Gestaltungskräften, die es gibt, sind das Weisheitskräfte und Achtsamkeitskräfte, die kontinuierlich das Interesse am Wesentlichen halten. Also es sind Erkenntnisprozesse über die Notwendigkeit solch einer Haltung, die da eine Rolle spielen, zusammen mit der sich entwickelnden Fähigkeit, immer wieder sich daran zu erinnern, an diese Notwendigkeit und daran zu bleiben. Und das sind ganz wesentliche Funktionen auf dem Weg des Erwachens. Wie war das im Buddhismus? Kannst du da ein Beispiel? Zum Beispiel das Zuflucht nehmen. Zum Beispiel das ständige sich ausrichten auf das, was uns wesentlich ist im Leben, auf die Qualitäten des Erwachens als tägliche, morgendliche Praxis. Darum geht's mir. Heute, dieser Tag ist wieder ein Tag, an dem ich an den und den und den Qualitäten arbeite. Das ist den inneren Piloten schon bei Tagesanbruch schärfen und dann sich in der Situation, wenn ich zum aufstehe, meiner Frau begegne, wenn ich rausgehe und meinen Beruf nachgehe, wenn ich wieder nach Hause komme und jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, immer dran zu denken, worum geht's jetzt? Das, was meine innere Ausrichtung ist, und das ist der Pilot. Und wenn man das so salopp ausdrückt, in Genrinpoche hat das immer das Dharma-Ich genannt. Also ist das Ich, was sich um die Befreiung kümmert, im Unterschied zu dem weltlichen Ich, was verstrickt ist. Und da gibt es dieses Weisheits-Ich und es gibt dieses verstrickte Ich. Und so ganz ganz plakativ hat er da diesen Piloten als dieses Dharma- oder Weisheits-Ich beschrieben. Ist im Grunde genommen dasselbe wie der Pilot. Wobei das sind ja Begriffe, die Kräfte in uns beschreiben, die genutzt werden zu dieser Zeit. Und diese Kräfte, die findet man dann ganz detailliert beschrieben unter den 5 immer vorhandenen geistigen Gestaltungen und den 5 Geisteskräften, den 5 geistigen Gestaltungen, die den Geist auf das Objekt ausrichten. Also dieser Pilot wird in 5 weitere Kräfte aufgeschlüsselt, die bewirken, dass mit hoher Stabilität unser Geist immer bei dem bleibt, was uns wichtig ist. Das wird dann noch näher beschrieben. Und die allermeisten buddhistischen Praktiken stärken diese Fähigkeit der inneren Ausrichtung. Und sind jetzt nicht auch umgedreht, also wenn man die unwichtigen Dinge ausklammert? Ah ja, dann bleibt nur noch Wichtiges übrig. Weil oftmals geht es ja in der Meditation eher um die unwichtigen Dinge ausklingen zu lassen. Richtig, richtig, ja. Und das geht sehr oft darum. Dann ist es im Grunde genommen ist das eine Schulung der unterscheidenden Wahrnehmung. Zu unterscheiden zu lernen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Dem Wichtigen Aufmerksamkeit zu geben, das Unwichtige zu entspannen. Und wenn vieles einfach nicht wichtig ist, dann ist das eine Aufmerksamkeit, dann ist der Pilot beim Bemerken des Nichtwichtigen. Aber es ist so ein Unterschied, ob ich mich angestrengt auf das Wichtige konzentriere oder ob ich mich entspannt dem Wichtigen widme, indem ich das Unwichtige sein lasse. Also man kann angestrengt gegen das Unwichtige kämpfen, man kann entspannt das Unwichtige sausen lassen, man kann angestrengt sich aufs Wichtige ausrichten oder sich entspannt auf das Wichtige. Also wir haben da eine Vielzahl von Möglichkeiten. Was auch immer wir entspannt tun können, sollten wir entspannt machen. Auf jeden Fall. Ja, also es ist nicht einfacher per se, das Nichtwichtige sein zu lassen, weil in dem sogenannten Nichtwichtigen oft sehr viel Identifikationen noch sind und es erscheint uns dann als wichtig. Es ist nicht so einfach, es loszulassen. Was es braucht, ist ein tiefes Erkennen davon, wie unwichtig es ist. Wenn dieses Erkennen da ist, dann ist es relativ leicht, es loszulassen. Dann ist nur noch die Kraft der Gewohnheit, die dagegen steht. Aber wenn etwas schon erkannt wurde als unwichtig oder gar schädlich, dann ist die Bereitschaft groß, es zu lassen. Gut, das ist ja auch immer von der Situation abhängig.
Jetzt meinte ich, dass es von der Erkenntnis abhängig ist, nicht? Also die Situation, inwiefern die Situation? Die Unterscheidung ist, was wichtig ist und was nicht. Ach ja, was in einer bestimmten Situation wichtig oder unwichtig ist, klar, ja. Wir können das am Beispiel des Zigarettenrauchens, können wir das nachvollziehen, ne? Das ist unwichtig und schädlich. Aber für den, der den Genuss mag, wird es erstaunlich wichtig. Und wenn es auch nur eine vorübergehende Ruhe und Entspannung bringt, dann ist es, obwohl es schädlich ist, wird es doch als hilfreich wahrgenommen. Und dann wird es ziemlich schwer, das loszulassen. Obwohl viel in uns motiviert ist, es loszulassen, aber die Kraft der Gewöhnung plus das Angenehme, was wir immer noch damit erleben, führt dazu, dass man immer weiter so macht. Das ist so ein typisches Beispiel, wo man gut hinschauen kann. Es ist nicht unbedingt leichter, etwas zu lassen, als sich auf etwas Heilsames zu konzentrieren. Es könnte einfacher sein, sich da auf Heilsames zu konzentrieren, als gegen das Zigarettenrauchen anzugehen. Kommt drauf an, nicht? Das muss man mit beidem arbeiten. Die Ausrichtung auf das Heilsame wird immer unterstützt durch das Lassen des Schädlichen oder des Nicht-Heilsamen. Vielleicht kommen wir jetzt zum Ende. Ich hab jetzt gar keine... Doch, da steht ja eine Uhr. 8:45. Gibt es noch Fragen? Wollen wir noch einen Moment zusammen in Stille sitzen, ausklingen lassen? Ja. Ja?